Nur es an. Gut, also. Der Psychologe, der richtig gut war, weil dieser Tepperwein hieß er nicht, wo ich gesagt habe, das ist schön, was du gemacht hast, und der Typ hat eine geile Stimme. Okay, kann ich nicht. Du hältst dich an meine Regeln, die nicht clever sind. Wie hieß der jetzt nochmal? Welcome. Jedenfalls derjenige hat gesagt, ja, ich hatte eine schlimme Kindheit. Ah, das war alles so grausam und schrecklich. Und dann sagt dieser Psychologe, hören Sie, dieses Problem ist doch schon längst gelöst. Hm? Die Vergangenheit ist vergangen. Ja? Ihre Kindheit ist vergangen. Ja, mach dir das mal klar. Das ist wichtig, dass man das überhaupt begreift. Das ist der. Und deswegen meine ich, was du da gemacht hast, war richtig klasse, und diese Satanisten, da fiel mir vor Wut noch nicht mal der Name ein, wie der Typ hieß. Arno Ruhend. Oder Grün geschrieben. Arno Ruhend. Ja, der wirklich schlimme Arno Satanismus. Arno Grün. Grün Man. Genau, meinetwegen. Grün Man sagt doch auch, du darfst es nicht tun, das ist falsch, was du tust, oder? Das ist im Prinzip nur das Gleiche. Du darfst die DVD nicht stehlen. Das ist nicht richtig. Ja. Ich weiß nicht, was der Grünmann hier sagt. Also mir geht es darum, dass Vergangenheit genauso wie Zukunft nur einfach mit dem Zustand seines Selbst im Jetzt zusammenhängt. Das heißt, wenn meine Vergangenheit total beschissen war, dann heißt es, dass ich vielleicht daraus erwachsen bin, im doppelten Sinne, und sehe, was falsch gelaufen ist. In meinem tollen Ort, wo ich herkam, war eine Familie, da war die Frau zum Glück so clever, hat jedes Mal einen anderen Mann genommen, hatte 12 Kinder. Und da waren zwei dabei, die waren richtig gut unterwegs. Und der eine hat gesagt, okay, du, habe ich ihn gefragt, weil er ist Rechtsanwalt geworden, habe ich ihn gefragt, warum er Rechtsanwalt geworden ist, wenn er da aus einer merkwürdigen Familie ist. Da meinte er, du, meine Kindheit war richtig scheiße. Aus dem Grund bin ich Rechtsanwalt geworden, weil ich weiß, dass es anderen Leuten genauso geht. Mhm. Was kann er da als Rechtsanwalt besser machen oder wie kann er ihn da helfen? Nee, er kann sozusagen, vielleicht fühlte er sich ungerecht behandelt. Definitiv. Na klar, in der Familie, meine Güte, also da hat er so einen Pech gehabt, aber er ist daraus erwachsen. Nee, ist er eben nicht, er ist immer noch so das Kind. Das habe ich doch heute festgestellt. Du bist an der Flasche. Nein. Vor allem, wenn Micha da ist. Zusammen sind die echt unschlagbar. Da kommst du nicht klar als Mädchen. Da musst du dann die Nanny spielen, beziehungsweise die Kindergartentante. Die Tante Ingrid spiele ich dann immer, ja. Bei wem jetzt? Bei Steffen Schafen oder was? Ja. Na, wie ist denn das? Das ist doch meine Rolle, war. Hast du da umgebrüllt so als. Ja, wir machen eine Rolle, ich bin nicht ich selbst sein. Du kannst nicht du selbst sein. Immer ich will noch. Aber! Das. Wieso kann ich nicht ich selbst sein? Bist du bescheuert? Wieso verbietest du mir das? Ich verbiete dir nicht, sondern weil einfach. Wieso sprichst du mir das ab, dass ich das nicht kann? Das ist. Warum sprichst du mir das ab? Du bist nicht ich! Du bist du! Und ich bin nicht. Soweit haben wir also, noch also erzähl nichts von mir. So, warte. Ich kann, erzähl nicht, was ich kann und was ich nicht kann. Mach das bitte bei dir selbst. Ja, toll. Darf ich so viel Höflichkeit, darf ich so viel Höflichkeit voraussetzen? Dass du mich ja nicht besprichst und irgendwelche Unwahrheiten über mich verbreitest. Ich verbreite keine Unwahrheiten. Und doch, wenn du sagst, du kannst nicht du selbst sein, dann ist das eine Unwahrheit, die du aussprichst. Wenn du selbst wärst, wärst du wie ein Ei, was ich bin nicht selbst. Ist. Ich bin immer ich selbst! Ich bin auch. Du rast dich auch ständig aus! Ja, genau. Weil du mich nicht lässt! Lass mich doch mal ich selbst sein! Ich dran schuld bin. Ich will mein Essen genießen, das ich gekocht habe! Weil ich dran schuld bin. Ja! Was sonst? Genau. Ja! Du darfst deine Unzufriedenheit behalten. Du bist unzufrieden, so hängst du an der Flasche! Ich hänge an der Flasche. Ja, was hast du in der Hand? Nein, ich hänge an der Flasche, weil ich. Ja, nächste eine Zigarette in einer Flasche. Wieso wirst du schon wieder so hässlich, wenn du so komisch redest? Wenn ich die Wahrheit spreche. Wenn du hässlich bist, welche Spiegel? Nee. Doch? Nee. Du bist auch ein Sender. Wer ist das Publikum entscheidend? Sender bist du auch. Wer ist das Publikum entscheidend? Das ist ein Schauspiel. Wenn du einfach negatives sendest,
Der negative spricht, der sendet auch Negatives. Und du bist der Einzige, der negativen Worten zuordnet. Wenn ich die zitiere, dann versuche ich zitieren. Zerreden ist einer der Algorithmen. Du bist genauso der Satan. Du redest auch nicht ständig von irgendwelchen Problemen. Hörst du dir manchmal eigentlich selber beim Reden zu? Kontinuierlich und immer. Ich bin sehr aufmerksam, was es angeht. Ich weiß immer, was ich sage. Ich bin mir dessen bewusst, was ich spreche. Was du bist konditioniert wie jeder andere Mensch. Dadurch bist du sozusagen ein Misch. Ich bin frei! Ich bin frei! Ich bin freies Mädchen! Ich bin auch konditioniert! Erzähl nicht schon wieder einen Unwahrheit! Hör mal auf, über alle Leute mal zu urteilen, redet immer nur von euch selber. Der Huhn pickt wieder seine Körnchen. Ja, das Pockhuhn ist wieder am Start. Der Pockhuhn. Pockhuhn. Ich bin grün, Girl. Pock. Schwimmer. Ich habe den Mund gesprochen. Ja, da hatte ich ihn sofort verstanden. Ja, selbstverständlich, das ist ja nicht doof. Er ist ja nicht so doof wie du. Okay, wir werden dieses Problem. Ist ja zumindest so. Noch einmal erörtern, dass wir uns fremd geworden sind. Aber bitte mit Humor. Der Fremde in mir. Ja. Ach, über Jahrtausende hinweg wurden wir zu Fremden in uns selbst. Und es gibt da gar keine Lösung dafür. Es gibt nur die Lösung dafür, authentisch zu sein. Dieser Rüdiger Lenz, irgendwann werde ich mich mit dem auseinandersetzen. Und ich werde das als Kultur einfach mal klarstellen. Wenn sich zwei streiten, muss man sie auseinandersetzen. Im schlimmsten Fall an die Sitzmöglichkeiten binden. Und sie dazu bringen, dieses Problem, was sie im schlimmsten Fall haben, auszudiskutieren. Nee. Und spätestens nach der japanischen Verhandlungstaktik. Wettkämpfe finde ich viel besser. 12 Stunden lang. Wettkampf. Dann wird jeder sagen, okay, du hast recht. Leck mich am Arsch. Rappen, sie sollen rappen, sie dürfen nur reimen. Wenn sie müssen nicht flüssig rappen. Wenn sie es nicht in diesen 12 Stunden schaffen, dann Treppen. Gewähren man ihnen 12 Stunden. Sie dürfen nicht alleine sein. Schlaf. Und danach werden sie. Wir müssen die Dualität überwinden und die Trialität einführen. Bis sie einen Konsens aushandeln. Weißt du, was die Trialität das ist? Das ist eine Trialität. Gute Tradition. Und das ist verdammt wichtig. Gerade Traditionen sind dass man. Weiß, das ist schlimmsten Handeln im Englischen. Trade. Im schlimmsten Falle dieses das ist Handel. Große Problem ich will keinen Handel ausgeräumt mehr. Wird, indem man darüber redet, weil die meisten Wahrscheinlichkeiten. Red doch mit einem Mann und nicht mit mir. Ich kann ja auch nicht mit dir reden, weil du in einem Paralleluniversum lebst und ja. Du permanent versuchst, mein Leben ja, zu übernehmen. Schon vergessen? Nee, du bist nicht die Venus! Ich komm von der Venus aber hin! Nee, du kommst doch nicht mal von der Venus, du kommst vom Pluto! Vom Schneeballplaneten! Oder Venus, ich bin weiblich.
die Venus. Dann bist du der Abendstern, wenn es ja nicht doll gut läuft. Natürlich. Du bist die Olle, die man geheiratet hat nach 20 Jahren Ehe. So fühlen wir uns beide. Wir haben einen Zeitraffer ohne Sex. Ich bin Sex. Schon ex-vermählt, du Blödmann. Ja, mit wem willst du bist du noch nicht anerkennen? Vermählt heißt in meiner Welt. Scheiße, mit Nachnamen Demut. Wusstest du das schon? Mein zweiter Nachname lautet Demut. Ich vermalt. Das ist es. Katrin Demut, verstanden? Du hast dich vermalt, nicht vermählt. Das passiert ziemlich viel. Ich habe auch mich selbst gefunden. Und zwar beim Supermarkt. Und zwar in der unteren Kasse. Ich kenne dich. Wir haben mich auch selbst gefunden. Oh, aber damit war ich weiblich. Da war ich weiblich. Ja, ich habe mich selbst gefunden. Oh ja, Sarah. Ich habe meine Weiblichkeit gefunden. Ich habe meine Weiblichkeit gefunden. Genau. Ich muss mir jetzt aber drin stopfen, sonst halte ich es nicht aus. Scheiße, nur eine Zitrone zum Rundstopfen, das fetzt mich. Scheiße, der Apfel ist kleiner wieder an. Oh, bist du bei Toto Recall? Hast du drei Titten? Nee, ich habe nur zwei reingepackt und das war auch gute Absicht, aber die eine Titte fällt immer runter. Mensch, du hast mehr Ohr weiter als ich. Ja. Ich Corona, wir sollen ja auch haben. Scheiße. Mimi, 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 unter einem Grabstein? Oder wo hast du dich gefunden? Deine Arme, meine Liebsten. Da hast du dich gefunden und hast dich vermalt. Im Umsonstland sind wir uns das erste Mal begegnet. Ja, es ist ja schon über 2 Jahre her. In einem unbekannten Land. Oh, da ist aber jemand eifersüchtig. Ich weiß, der Stier ist das schlimmste Eifersüchtigste Zeichen. Nee, das hat mit Eifersucht nichts zu tun, sondern einfach mit dem Umstand, dass du jetzt eine sogar fast sexy Stimme bekommst. Das ist so. Und du einfach von der Illusion in meiner Ich hab keinen Bock, deine Wichsvorlage zu sein. Du bist nicht meine Wichsvorlage. Wenn du sagst sexy Stimme, dann bin ich das in meinen Ohren. Ja, das ist ja vielleicht deine Fehlkonditionierung. Ja, dann stell das klar, was du damit weinst. Ich meine jetzt nicht sexy, sondern dass du mal angenehm bist. Mal angenehm, dann sei du immer angenehm. Kann ich auch angenehm sein. Genau, ich bin dran schuld, wer sonst? Selbstverständlich. Wer kann sonst schuld sein an deinem Leben? Wer, nur ich? Na, klar. Die haben mich gefunden unterm Stein. Und die war verdammt sexy. Mhm. Wieso bist du das jetzt nicht mehr? Weil in deiner Umgebung der Unerotik kann ich nicht mit meinen. Ich bin leider nicht lesbisch veranlagt. Also ich stehe nicht auf einer Arbeit gerne. Reizen. Vorstellen. Wie nur Bauern tragen kurze Haare. Oh, da bin ich in der Bäuerin. Ja. Ich hab einen Rattenschwanz, das ist schon ein Rattenschwanz, hätte ich drauf achten sollen, aber da hattest du mehr Haare noch. Jeder von uns ist konditioniert durch Strafung und Belobigung. In deinem und in meinem Fall, bis auf wenige Ausnahmen, ist das mit Bestrafung erfolgt. Hm? Deswegen hatten wir im schlimmsten Fall eine beschissene Kindheit. Ist das eine Bestrafung? Dass mein Kopf so aussieht, das ist eine Bestrafung. Ja, du bestrafst dich selbst, wofür auch immer. Du verstümmelst dich, oh, aus welchem Grund auch immer. Oh, ja. Du entziehst dir selbst deinen Liebreiz, aus welchem Grund auch immer. Und daran bin ich natürlich schuld. Wer sonst? Ja, du sagst es. Du sagst es. Du sagst es. Du
Du rastest. Ja, bin ich mit mir alleine, das kannst du bei YouTube nachvollziehen. Ja, kannst du bei YouTube angucken, da bin ich total niedlich und total lieb. Ja, wenn ich mit mir alleine sein kann. Da bin ich das liebste auf der ganzen Welt. Wenn wir nicht zusammentreffen, dann raste ich immer aus. Ja, ist ja auch logisch. Ich wäre der unsympathischste Unterweltpyklischer. Ja, das werden mir die Leute unter meine Videos schreiben. Das werden die da drunter schreiben. Das sind deine Worte, ja, das werden die sagen. Wir haben das recht, ja. So. Weil die werden nicht unterpyklischer Untermensch sagen, weil die grammatikalisch falsch ist. Wenn sie sich noch nicht mal trauen. Eigentlich. Meine Güte. Ich dachte, Mittwoch ist jetzt Vollmond, aber heute ist Vollmond. Du hast mich verarscht. Ich weiß es nicht, wann genau. Wahrscheinlich mitten in der Nacht jetzt. Zumindest habe ich es vor allem gespürt und dachte so, oh, das stimmt ja nicht, dann war ich mit dem Hund raus. Und man, echt, man nimmt zu wenig. Zwillingsmond geworden. Deshalb bin ich halt auch so gut drauf. Gut drauf. Hm? Eine totale Hingabe und Lustigkeit. Meine erste Mahlzeit heute. Und hab euch noch zwei Wochen. Mit Sanftpfoten durchs mein Leben gegangen bist du heute, genau. Und Steffen wird wahrscheinlich jetzt seine Portion auch mit abgekriegt haben. Naja, jetzt muss ich ja nicht. Steffen, der meinte was? Idefix hat einen Kanal! Also ja, wir müssen gleich mal gucken. Du liefst im Hintergrund. Irgend so ein ganz langes Video von dir. Du hast drei Zuschauer. Teilweise. Teilweise auch vier. Also mal sehen. Ich habe Werbung für dich gemacht. Ja, das ist schon mal gut. Und eigentlich mehr ist von uns. Und die Antwort muss mal gesehen werden, das finde ich auch wichtig. Du bist auch nicht mal selbst verliebt, sondern einfach klar. Ich hab keinen Bock mehr auf Problemwelt zu. Das gibt mir so auf der Eier. Aber zumindest diese Kultivierung sollten wir doch anerkennen. Und Rüdiger Lenz schmeißt das Kind mit dem Bade aus. Und zeigt nur, dass die letzten 10.000 Jahre. Nee, das muss nicht hinweisen. Er hat so gedacht, die kalte Logik abstellen. Das ist nicht kalt, was er benutzt, ist kalte Logik. Der Typ hat jahrzehntelange Erfahrung mit. Eine Autorität und eine. Fliegt über den Himmel wie Batman und Spider-Man. Genau, und geht übers Wasser. Zu allem trotz der Logik. Na klar. Wir leben in der Hölle. Das durfte ich vorhin wieder am eigenen Leib erfahren, wie ich in der Hölle lebe. Das ist aber deine Hölle, verdammt nochmal. Immer noch nicht mitgekriegt. Du bist der Teufel! Ich bin Lucifer maximal. Und dieser Typ da oben, dieser Ronny Kölsch, den sehe ich nur noch heulend. Irgendwann merkt ihm in der Wart schnell, hält es doch nicht aus. Und da bin ich natürlich auch dran schuld, dass er. Wenn du das einredest, dann ist das wahrscheinlich so. Das ist ja nur einfach ein Kompromiss meiner Ausdrucksweise. Da ist nicht, dass ich mir jetzt selber einreden muss. Ich mag keine Kompromisse. Ist mir auch aufgefallen. Ist das eine deiner Regeln oder wie? Ich habe wenigstens nur Regeln. Naja, das ist ja schon mal was. Ich habe auch mal eine Regel. Nee, hast du nicht. Oh, du weißt, dass Nietzsche einfach eine verdammt beschissene Biografie hatte. Und warum musst du immer den Nietzscheaner abkaspern? Ich kenne Nietzsche nicht. Du kennst ihn nicht, aber du hast wahrscheinlich seine Rhetorik dich infiltriert mit seiner Rhetorik. Was du mir mal alles unterstellst, das ist furchtbar. Du hältst dich sogar wieder richtig gut an. Du bist jetzt schon der erotisch, ist ja gruselig. Ja,
sagen, meine Titten geben leider keinen Alkohol. Aber deine Stimme macht viel, viel aus. Du bist da wirklich sehr, sehr mächtig. Du weißt, dass du darüber mächtig bist. Und warum nutzt du diese Macht nur, indem du Leute auf den Nerven gehst? Und ich bin nicht. Ich bin vielleicht der Stier und ich bin vielleicht der Luzifer und selbst wie ein Teufel habe ich damit gearbeitet. Tja, und ich bin Gott. Was, wenn denn die Göttin, hat man das jetzt festgestellt, deine Weiblichkeit, oder ist die immer noch in einem Fragezeichen behaftet? Wenn du der Satan bist, dann bin ich Gott. Kannst du aber, weil du eine Frau bist, immer nur eine Göttin sein. Oh, jetzt sind wir auf einmal der Korinthenkacker geworden. Nee, nur eine Feststellungssache, oh, weil mich der Gott, ich als Hetero-Wesen, einfach noch weniger annehmen kann. Mit der Göttin tue ich es mir sehr, sehr viel leichter. Können wir uns darauf einigen oder ist deine Sexualität immer noch nicht ganz klar gestellt? Du sparen auf Sex. Du sparen auf Sex. What? Du sparen auf Sex. Lern Französisch, du weißt, was es ist. Keine Ahnung, ich will es doch nicht wissen. Ich lerne auf dem Französisch. Das ist aus einem vulgären Latein entstanden und Latein war schon ätzend. Ich hatte Latein in der Schule, ich mochte das. Das ist kalte, kühle Logik, das ist Beschreibung, er kann die Sprache nicht. Ja, was soll eine Sprache auch sonst können? Ja, Inhalt geben. Das kann Latein nicht. In einem Satz kannst du so einen Absatz verpacken, Alter. Dadurch kannst du beschreiben, das ist eine gute Beschreibungssprache. Ist so. Denkst du, warum sie bei Pflanzen benutzt wurde und so weiter? Weil eine Beschreibungssprache ist. Ja. Und wohl der Latein? Ja, ist ja royal. Eins weiß ich. Ich hab drei Hugos geklaut bei dem. So dermaßen geil, das ist so schlimm. Ich musste mit einer nicht mal die Hälfte von meinem, eine Mini-Prise, krass, musste ich ja Joint bauen, ja. Das ist schon deprimierend. Ekelhaft. Dieser Geiz, dieser Dreck, diese Unordnung, dieses Heute bei Steffen oder wie? Diese Haare, dieses Gesicht, dieses ja, diese Löcher in den Socken. Komisch, ich hab noch nicht mal Löcher in den Socken. Aber doch, in den Socken habe ich. Diese aber nicht. Hallo. Ich weiß nicht, das ist für dich auch stressig. Du bist ja auch ein halber Wolf. Weiß ich nicht mal. Das redet doch nicht mal ein, dass es dem Hund schlecht geht. Nee, ich rede dem Hund nicht ein, dass es schlecht ist. Der Hund versteht aber die Hälfte. Mal gucken, ob er auf dieser Tage steht. Nee, verstehe ich mal lieber. Das will er nicht. Nee. Ist ja Hund. Und er schämt sich noch nicht mal dafür, dass er ein Hund ist und nicht Vegetarier ist. Eigentlich müsste man ihm diese Schuld einreden. Wieso bist du kein Vegetarier? Weil du Kinder bist. Oh. Was denn, da machst du denn nach? Du isst doch genauso Fleisch. Oh, ist das süß. Ginger isst Äpfel, Bella isst Nüsse. Ist gut, wenn die essen Karotten. Ja, das ist alles totaler Bockmist, meinst du? Das ist alles totaler Bockmist. Ja. Lalalala! Dein Einsatz! Lalalala! 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 Ich hab jetzt drei coole Bilder am Start. Ja, er könnte mit seinem Schwanz zumindest Takt machen.
Tja, er hat kein Schuldbewusstsein darüber, dass er kein Vegetarier ist. Dieser Hund, nee, der ist so schlecht erzogen. Oh, müssen wir den abdusten. Oh ja, das hätte ich auch mal nicht. Mit einem Gegenstand assoziiert würde. Das klingt ein ganzer Satz, daher weiß ich nicht, in welche Richtung. Ich sag dir, du hast ein Teelicht. Wofür? Das ist doch ein ganzer Satz. Ah, okay, dann habe ich den ganzen Satz nicht verstanden. Was ist denn mit den scheiß blöden Papers los? Die sind ständig aus. Ich kann auch die Pause nicht führen. Wenn du zu lange Pausen doch zwischen den Zügen machst. In dem Falle weiß ich, dass die Papers schuld sind. Ja, ja. Alles andere schuld, nur nicht du. Mhm. Dieses Massenkleber. Weil wir mal dieses Schuld, dieses erstmal Schuld suchen und dann auch noch Schuld finden müssen. Ja, das ist so deprimierend, dass man den anderen noch mehr hasst. So kann ja nicht einfach nochmal alles in Ordnung sein. Wir müssen ständig irgendwas Schuld haben. La 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 la. La 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 la. Ist da eigentlich ein Takt für? Ey, mein Kopf orchestriert es gerade. Na 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 na. Ja. Na 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 na. Na na? Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Chris Nahn hat sowas erzählt heute. Erstaunliche daran ist, dass das angeblich das erste Mal im Pornofilm dieser Song gebracht wurde. Beziehungsweise dafür geschrieben wurde. Dafür wurde der geschrieben und dabei ist er so genial. Hab man auch noch nicht gefunden. Da 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 da. Na 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 na. Na 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 na. Nee, schon mal meine Wunder von der Rosmeck auf jeden Fall. Nee, da muss man gut gucken. Du siehst nicht aus wie ein Dalmatiner, sei froh drüber. Ich werde noch mehr. Susanne sah so aus, war echt irgendwie eins dieser krassen Erfahrungen als Masseur. Na 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 na. An deiner Socke klebt ganz viel Unrat. Ist ja auch meine Socke. Ich bin schmutzig. Nun, ich will es. Aber ich bin auch abwaschbar. Das ist mein riesiger Vorteil als Mann. Ja, und Bier lässt sich schlecht was abwaschen. Vom Bier lässt sich nichts abwaschen, weil es... Bier lässt sich schlecht abwaschen. Nein, 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 klar. Na klar, na klar. Ja, ja. Heißes Wasser geht am besten zum Reinigen. Wir sind schon die Buddhisten. Machen jeden Morgen heißes Wasser einmal reinigen von innen. Ich bin ja auch kein Buddhist. Aber es gibt doch verschiedene Verhaltensweisen. Nicht Verhalten, doch Verhaltensweisen. Doch, es sind Weisen. Verhaltensweisen. Ich bin auch eine Weise. Ich bin eine Weise. Verhaltensweise und Weise. Weise und manche Leute Papi. Aber Weise, Weise und Weise. Das ist im Deutschen ziemlich krass. Naja. Weise? Meine Kinder sind. Guck mal. Wenn man weise ist. Steigerungsraum weise. Ist man dann eine Weise? Mann vielleicht in der Welt, aber ich bin ja kein Mann. Ja, du bist eine Frau. Nee, ich bin ein Mädchen. Weil ich Mädchen bin. Ja. Weil ich Mädchen bin. Ja. Weil ich Mädchen bin. So ein Mädchen. Komm mal rüber, Mann. So ein Mädchen. Ja, 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 ja. So
Welchen Mädchen denn? Das ist immer dieser Ölsa. Aber wer ist denn jetzt was Laguna? Ist denn da an der Seite? Was hast du da an der Seite an dem Programm aufgemacht? Was sind das für viele Bildchen da? Keine Ahnung. Das ist ja spannend. Wahrscheinlich einfach so aufhören. So, das sind drin. Wenn ich da jetzt drauf drücke, mal sehen, was passiert. Na 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 na. Nicht. Sind Tee getrunken, ne? Na 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 na. Da oben ist jetzt irgendwie ein Viereck. Na 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 na. Also ich sehe zum Glück nicht, dass sich was verändert, nicht, dass wir dann irgendwelche komischen... Ah, cool! Jetzt hat sie verändert. Jawoll, geil! Geil, oh. Black and white. Na 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 na. Na 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 na. Negativ. No. Holla, die Waldfee. Negativ. Das sieht ja schon alt aus, ne? Das sieht auch so alt aus. Nein, das sieht viel älter aus. Ja? Warte, gar nicht. Oh, wunderschön, ja. Wie immer. Nicht wie immer, das sieht echt gut aus. Oh. Gerade wenn du lächelst, aber du machst es ja. Naja, gut. Okay, da hat es aufgehört mit dem Lächeln. Ist ein krasser Style, meine Fresse aber auch. Na, ich finde es schön, was wir machen. Na 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 na. Ich finde es schön, was wir machen. Ja. Weil ich Mädchen bin. Das hat Steffen vorhin auch schon erklärt, was wir hier machen. Und Yassin war auch da, der... Yassin war da? Ja. Der hat euch erzählt, dass wir hier alle Big Brother wissen, aber die Kamera laufen lassen, weil das Dreieck brauchen wir als Oppositionsgestorben. Und hat er gesagt, traut er euch ans Licht oder nicht? Hä? Na Yassin, weil er hat ja einen Kommunikationsstatus so, dass er eine Kamera nimmt oder nicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte er dich sogar schon gesehen. Der kannte dein Video schon. Dass wir angeschaut haben. Kannte das schon? Echt? Was? Ja! Ja! Wer ist? Aber Yassin, ja. Das ist auch spannend. Psychologie hat er studiert angeblich. Dachte, der ist Programmierer? Irgendwer hat diese Lüge in die Luft gestellt heute. Und ich nehme Bird ja beim Bord, weißt du? Und wenn sie so scheiße laufen, ist es nicht meine Schuld. Ja. Der ist Programmierer. Vielleicht ist er das ja, aber vielleicht möchte er ja auch durch diesen... Cross-Style. Punkt. Ihr seht ja. Bei diesem Punkt, da bin ich nicht mehr da. Bist du nicht mehr da? Wie gelandet? Punkt. Das ist auch wirklich schwarz. Punkt. Hey, das ist gut. Punkt. Na 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 na. Na 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 na. Na. Weil ich Mädchen bin. Tja, hier passiert nichts. Krass. Da sind nur so ein paar Nudeln da. Weißt du? Appetit verspürst, da sind noch ein paar Nudeln da. Na, wir hatten ja noch Süppchen. Aber das soll ich dich nicht runter, ey. Das soll ich das in den Arm schon nicht runter, echt? Kannst du jetzt ruhiger und es ist weh. Nee. Nicht essen, nicht gut. Na, finde ich nicht gut. Nee. Ja, ich hab Eggs gekocht haben, oder was? Nein, das schmeckt einfach nicht. Ach, dafür bist du jetzt weg. Und nur ich bin da. Genau. Oh, geil. Cooler Effekt, gerade mit dem Spiegel. Mhm. Ein bisschen wie Scherenschnitte wirkt das. Nee. Schatten werfen keine Schatten. Das ist echt lustig. Deine Worte waren mir lange im Gedächtnis. Welche? Manchmal war es lechts, oh ja, er lechzt danach, ich auch. Warte mal. War das jetzt ein Zitat? War das Shakespeare? Nee, war leider nicht Shakespeare, oder? Leider nicht, nee. Ich war noch nicht fertig. Das Erstaunliche ist, dass die immer denken, die Bösen oder die Guten, dass das ein satanisches Zeichen ist. Die Bösen oder die Guten? Das Lustige ist, dass das einfach nur eine Schnecke ist. Hallo, ich habe Fehler. Das stimmt. Ich bin eine Schnecke. Ich bin einfach eine Schnecke. Ich bin nicht Satan, ich bin einfach nur eine Schnecke. Ist der eine ein Zeichen für Frauen? Schnecke, weil ich Mädchen bin.
Schnecke, komm mal rüber. Ich Mann bin. Sogar eine richtig coole Schnecke war das, Schatz. Eine Dreierhornschnecke. Schnecke. Dass die Leute echt das so was achten und sagen, oh, Bärche. Aber er ist nur eine Schnecke. Jo, und nehmen wir mal einen anderen Effekt. Du bist wieder da. Bringt das? Oh ja, ist okay. Bist du auch da? Krasse Action. Nicht abgefahren. Ist nicht wolltet. Aktiviert habe aus Versehen. Ist auch nicht schlecht. Du musst ein bisschen dichter kommen ins Licht. Weiß den nicht schon. Ach ja. Kannst doch einfach aus der Sonne gehen. Ist jetzt sowieso langsam, aber sicher pullern. Aber ist krass. Ist echt abgefahren spannend. Du bist da auch wieder auf so fast einer grünen Wiese. Ich da auch wieder. Ja. Hat der echt so einen langen Rufschatten? Naja, nicht aufgefallen, aber rein logisch. So, jetzt kommen wir zur intellektuellen. Na. Los, komm, mach mit. Wesi, kann nicht singen, du kannst nicht singen, aber irgendwas müssen wir machen. Befreien. Mach doch weißt das Linux Multimedia Studio an. Na. Mal, hör ich mich erotisch an. Na. Wenn man sich an diesen tollen Koala-Bärchen orientiert, dann weiß man, es ist einfach. Die Szene vorhin in unserem Gebrüll, erinnert sich an Asterix und Obelix, sieht man Cäsar, als die in dem Badehaus da in Rom, kurz bevor sie ins Kolosseum gehen, sich da anbrüllen. Und Idefix, ich bin. Der Obelix hat gesagt, ich bin nicht. Fett. Wahrscheinlich. Das ist wütend, weil es ist wütend. Ich bin nicht fett. Ich bin mir sicher, hat er geschrien. Ich bin ruhig, hat er geschrien. Ja, genau. Solange er nicht beunruhigt ist, in dieses Bildwort, im Mutterdator, weil Ruhe macht, ist ja auch Motor. Ich werde nicht kapieren. Latein ist nicht meins. Im schlimmsten Fall war die beste aller Sprachen gelernt. Ja, das ist verständlich. Bis auf Geld verdienen, das war doch von dem. Das war richtig gut. Kurt? Von was? Kurt? Kurt. Kurt war das. Von mal Kurt Tepperwein. Ja. Echt? Kurt. Naja, dann ist Kurt. Man seht Geld. Das ist eine viel geilere. In jeder Metapher meines Herzens ist das. Verdienen? Verdienen Politiker ihr Geld? Nee. Oh, der ist so ein typisch deutsch. Aber wer war das mit den Seen? Mal ernten. Die Engländer haben immer nur geerntet. Die ernten Geld. To earn money. To earn. Heißt ernten, ja? Krass. To earn money. Das haben wir schon gelernt. Das ist ja echt einfach abgefahren. Und die Amis sagen to make money. Ich mache Geld, genau. Und wir sind die Einzigen, die sagen, ich verdiene Geld. Ja, wir sind Sklaven. Das ist schlimm, oder? Wir sind schlimmere Sklaven wie der Rest zumindest. Scheiße, man hat uns die Sklaverei so eingeprügelt. Und das wir als Deutsche ja mit der deutlichsten Sprache, mit der bedeutenden Sprache. Ja, mit der bedeutendsten und deutlichsten Sprache. Aber darüber hat sich wahrscheinlich irgendwann keiner mehr im Kopf gemacht. Ist schon echt krass. Deshalb ist es ja auch so wichtig, aus meinem Mund hier vorpräsieren.
Naja, na klar. Denkanstöße, wenn es gut läuft. Nee, gar nicht. Ich will nicht, dass die Leute denken. Ich soll aufhören zu denken, die Leute. Ich soll einfach nur sein. Ich möchte nicht, dass du in meinen Anwesen diesen Scheiß-Buddhismus abkackst. Das ist kein Scheiß-Buddhismus. Na klar, ist ein Scheiß-Buddhismus. Einfach nur sein, ja. Na, einfach nur sein heißt aber, dass man eine Schulung nicht hat. Welcher Mann denn schon wieder? Kultivierung ist ein wichtiges Ziel für Männer. Welcher Mann denn schon Kultivierung wieder? Oder Kultur. Sich selbst zu kultivieren ist ein wichtiger Anlass zu existieren. Sein, es geht ums Sein. Es geht ums und nicht ums Denken. Wieso schließen wir das Denken wieder aus? Weil wir den Buddhismus abkacken. Aber in dem Fall kann ich als Zen-Meister darauf antworten und sagen: Da, 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 da! Na, 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 na. Weil ich Mädchen bin. Das Sein hätte seinen Ursprung nicht, wenn es sich nicht entwickeln würde. Du bist so doof, ey. Jedes Kind entwickelt sich. Du bist so doof. Jedes Wesen entwickelt sich. Jede entwickelt sich. Wer ist vorher eingewickelt? Du willst mir jetzt nicht den Verstand unterstellen. Nur bei der deutlichen Sprache. Na, wer ist denn eingewickelt? Da ist mich natürlich auf dem Fuß erwischt, warte mal. Ja. Eingewickelt, verwickelt. Ja. Wickeln. Windeln wickeln. Entfaltet. Waden wickeln. Entfaltet. Ja, entfalten. Entfalten heißt Verjüngungskur. Das entwickeln gesagt. Genau, genau. Deswegen nutze ich jetzt das Wort entfalten. Das ist besser. Ein Kind entfaltet sich. Nee, eben nicht. Das ist das Schlimme. Wir durften uns ja nicht entfalten. Jetzt darf ich mich immer noch nicht entfalten. Man sieht's. Einfältig fällt mir im schlimmsten Fall dazu ein. Aber was hat nur eine Falte? Mein Arsch. Ja. Aber ansonsten fällt mir bei einfältig, sonst bist du mein Arsch nicht so gern. Ja, ja, dein Arsch. Der ist arischer Arsch. Mein arischer Arsch ist einfältig. Genau, genau, genau. Jo. Also das heißt, es bedarf Zeit. Zeit. Sein ist der jetzt. Wir leben aber in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Also es gibt bald keine Zeit mehr. Nein, nein, nein. Aber dass wir mit Zeit vielleicht anders umgehen. Endzeit, das Ende der Zeit. Zeitumgangsformen. Wie heißt denn, wenn man die Uhrzeit umstellt? Umstellung, genau. Verwirrung. Zeitumstellung sollte man es eigentlich nennen. Das ist da umstellend, oder? Nee, das ist eine Zeitumstellung. Die Zeit wird umstellend und dann. Hey, du hast Zeit! Bestell dich jetzt um! Wir sind umstellt! Du bist umstellt, Zeit! Los, Zeitumstellung! Ja, vielleicht stellt sich die Zeit hier selber freiwillig um. Na, macht mehr Spaß. Zeitumstellung, na gut, wie kein Gewehr, oder? Für diese Angaben gibt's kein Gewehr. Was? Was soll das sein? Ey, immer, ja? Immer, immer, immer. Bei Tagesschau, Leute, kein Gewehr. Da. Was? Genau, weil Kinder mit einer Kalaschnikow dasteht, ist dafür kein Gewehr. Genau. Oh, ja. Nur der Druck funktionierst du richtig, ein ganz Geisterchen sitzen zu bleiben. Nur Druck macht dich so ein Diamanten. Oh ja. Nur in die eine Seite vor. Ich hatte gestern auch einen Diamanten auf der Wange. Echt? Auf der Backe nicht? Wang, 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 wang. Wang, 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 wang. Nee, Wang ist scheiße. War ja nicht scheiße, sondern fest im Stein. Na, 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 na. Na, 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 na.
Na 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 na. Scheiße. Na 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 na. Naja. Mit ein bisschen Gesangsunterricht. Warum hat man uns in der Schule bei Gesangsunterricht so sinnlose Folter? Gerade als Mann, als Männer. Stimmumbruch mag keiner mit, ist zum Kotzen. Mag man sich selber noch nicht mehr hören und dann musst du trotzdem ein fröhliches Kampflied trällern oder ein englisches Lied, weil gerade auf dem Zeitplan liegt. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, das muss man mal zugeben. Jeder von uns hat gelernt, dass man einfach nicht singen kann. Durch diesen tollen, das stimmt überhaupt sinnlosen Singen. Ich mag am liebsten Männer, wenn sie singen. Ich mag Frauen nicht, wenn sie singen. Ganz wenige kann ich mir singen anhören. Das ist einfach klar, deswegen, weil ihr Hochtöne nicht mögt, weil ihr selber hohe Töne produziert. Das stimmt überhaupt nicht. Ich mag Frauen. Ich mag gewisse Frauen, wenn die singen, mag ich das. Gewisse Musik mit Frauen mag ich. Das hat nichts damit zu tun, dass sie hohe, tiefe Stimmen haben. Na 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 na. Und die meiste von Frauen gesungene Musik ist einfach mal nicht echt. Warte mal, da haben wir jetzt doch. Mal gucken, werden wir den echt halten, weil wir heute Vollmond haben, La Luna. Capambino. Nein, La Luna. Capambino, das hört sich an wie Bommel am Kaff, wie eine ausgeschissene Bommel. La Luna. Dummerweise, die Monden im Deutschen, findest du kein Lied. Mach doch eins. Na, das ist wieder für Frauen gedacht. Also sozusagen für die Männer gedacht, aber Frauen singen es. Ich will es nicht nochmal hören. So ist zu schnell gedreht. Das Volk ist die Macht im Land, der Zusammenschluss ist immer geil. WW-Netzwerk. Meine Güte, der Google ist doch fitter, wie ich dachte. Das Video ist noch nicht mal on. Das war echt krass, oder? Die Werbung ist immer spannend. Ich mach's, weil ich's kann. Zyklus ist doch ein bisschen traurig. Für mich selber ist es so, das ist mein Beruf von Berufung und ich bin halt MC. Das habe ich aber erst erkannt, als ich so weit davon weg war. Und viele Rapper, die wissen die Beats gar nicht mehr zu schätzen. Die rappen einfach nur über die Beats, aber die fühlen sie. Krass, jetzt die Werbung stimmt, ne? Muss jeder selber wissen. Gerade beim Singen. Will ist mächtig, ganz ne? Die ganzen Fans, die sind ja alle noch da. Ich mache es einfach einfachsten, indem ich so einen Scheiß aufgehe und einfach das mache, worauf ich Bock habe. Und ich liebe den Sound, ich liebe die Drums und den Flavor. Und Figo schafft es halt, sage ich mal, ist das ist doch nicht angefahren, oder? Ich meine, ne? Ja, ist ein schöner Zeichen und Wunder. Zeitlosigkeit so über halt super modern sein zu müssen, diesen Zwang, diesen Fortschrittsoptimismus. Weißt du, es ist halt. Rap ist Ansichtssache. Von Love of Hit hundertprozentig und ich krieg von ihnen das Beste und wenn ich merke, der gibt mir das Beste, dann gebe ich auch das Beste, was ich kann. So, ne? Und so trifft man sich dann in der Mitte. What's new? Die Werbung ist unheimlich lang und Psycho-Jazz. Und noch ein Schwarzer, DSB-Schwarze in Kreisen. Da ist noch nicht mal richtig schwarz. Scheiß Araber! Machen uns alles nach! Also wir haben Pferde in Ruhe, die können doch nicht dafür! Ich bin so heilig! Der stand sogar Abi im Hintergrund. Ich bin so nachtaktiv. Die Geister, die ich rief. Ich weiß nicht, wo die ich rief. Man kann doch nicht mal. Man kann die Werbung nicht zurückspulen. Ja, aber die Werbung ist überhaupt nicht! Das ist ja echt abgefallen. Oh, was ich kann damit Abi oder Abi oder was auch immer im Hintergrund. Sie reden bloß, wer was, wann, wie, wo, das Niveau wie ein Griff ins Klo.
mich mit Taktik. Ihr seid alle Plastik, spieß euch auf wie Schaschlik. Flock das Waschbeck, trinke die Drumkick. Oh, sind schon wieder langweilig. Oh, kommt Jungs, ihr habt echt gut angefangen, aber das ist jetzt echt. Ja, jetzt ist Wüste mal ein bisschen angucken. Das ist ja echt lustig. Das ist ein gelber Balken, den kannst du nicht mit deiner Maus. Nee, kann nicht zurückspulen. Das ist ja echt abgefahren. Das ist aber alles überspringen. Wieso kann ich noch nicht mal eine Werbung zurückspulen? Das sollten wir mal als. Oh, das ist ja echt rasch, ne? Werbung ist mal spontan und unterbrechen wir. Ach. Und das? Ausrufung der verfassungsgegebenen Versammlung. Ah, jetzt hätte ich aber schon mal gesehen, jetzt kurz. Ja. Gute Idee, auch am 11.12. hier in dem Fall rauszukommen. Gestern. Haben wir den Trailer schon komplett angeguckt? Er scheint anders zu sein wie sonst. Das ist erstaunlich. Es fehlt Steffen jetzt der gleiche Zeit. Frankfurt am Main, 31. März 1948. Heute wieder im Studio 1. Und die E-Mail-Adresse fehlt noch. ddbradio@t-online.de. Was ist das? Und dann fangen wir gleich mit dem richtigen Musikstück an. Ist das ein Sekü oder was? Nein, alles, wie heißen die? Flamingos. So. Grausa, in der Wüste, in der Salzwüste sogar. Stimmt es im Moment sogar mehr als jemals zuvor. Hier ist Jimmy Cliff für euch. Bis gleich. Man hätte auch für die VV geschrieben werden können, dass ich die das nicht immer mal sehen, was du heute gemacht hast. Ja, zu freuen uns heute, ja. Nein, wir müssen jetzt erstmal online stellen. Frage ist nur, wer. Aber lustig, dass die jetzt hier voll die krassen Wüstenbilder mit Flamingos und so weiter drin. Jedenfalls. Scheinen sich doch irgendwie so ein Ding zu. Etwas auf sich. DDT, weil man DDB-Netzwerk. Mein Mann Thomas ist ein fantastischer. Was passiert? Und die nächste wäre auch mal wieder angucken oder was? Was macht Gutes zum Besten? Nein, Kaffee-Röstung! Ich liebe Kaffee, aber ich krieg die doch alleine hin, dann schwimmst du bald türkisch. Die nächste Werbung heißt nicht los. Blaukraut oder Bordkleid mit Delfinen schwimmen oder den Bart trimmen, einem Bären winken oder einem belegten Brot mit Schinken. Oh, lustig. Zeit am Meer oder das mit der Werbung los, wird die plötzlich kreativ oder Oma besuchen oder feiern mit den sieben Zwergen. Werbung wird kreativ. Wir können cool sein oder nicht. Böse gucken mit einem Lächeln im Gesicht. Ausbrechen, nicht sprechen. Na 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 na. Gut, okay. Bevor ich wieder anfange zu singen, muss ich doch die Werbung überblättern. Bitte. Und dann fangen wir gleich mit dem richtigen Musikstückchen an, nämlich. Du kannst alles, nicht? Wenn du es nur willst, dann ist ein altes Lied, stimmt aber noch. Vielleicht stimmt es im Moment sogar mehr als jemals zuvor. Hier ist Jimmy Cliff für euch. Bis gleich. Man hätte auch für die VV geschrieben werden können, das Lied. Du kannst alles schaffen, wenn du es wirklich willst. Ja, wir wollen das wirklich und wir schaffen das auch. Die Frage ist nur, wer schafft es? Von der aktuellen Bevölkerung in der Bundesrepublik ebenfalls. Das ist noch ein Geheimnis und wird noch etwas, die Lösung wird noch etwas auf sich warten lassen. Hm. Was das heißt, es heißt ja nicht bei uns, der Wille bestimmt den Weg und da ist auch was dran. Ja, so ist das. Und wir haben da gerade ein gutes Beispiel auch wieder und durften heute im Laufe des Tages verkünden, genau das ist das Beispiel, auf die Webseite der Verfassung gehen. Sammlung, die neue Webseite ist jetzt also online. Was ist die Idee schon mal? Die Radioseite kurz zuvor. Und natürlich wird auf beiden Seiten noch etwas gearbeitet, noch etwas hinzugefügt. So eine Webseite, also wenn die Sache von der Volksverfassung lebt, doch stärker und, zu bestehen, wenn dahinter Menschen stehen und von außen zuschauen, die das Ganze also auch tatsächlich aktiv betreiben, dann verändert sich so eine Seite im Grunde auch permanent. Und das wird auch so bleiben, denn wenn sie einfach da steht, dann ist sie tot und die Sache dahinter häufig auch. Ja, also die Webseite ist raus,
wenn irgendwelche Anmerkungen da sind, dass hier oder da noch irgendetwas sein sollte, bitte ruhig eine kurze Information schicken. Wir können, haben manchmal auch nicht alle Augen überall, überhaupt kein Problem, arbeiten wir halt alle zusammen, ist sowieso viel besser. Ja. Dann haben wir noch das Studio 1, 2 und 5, was auch noch erscheinen wird. Oh, wir haben ein Telefon, dann machen wir das mal schnell auf. Wieso? Ja, mach hallo? Kommentar, was Achtung. Ja, guten Abend. Hier ist die verfassunggebende Versammlung bei DDB Radio. Grüß dich, Uwe. Hier ist Rudi aus der Slowakei. Oh, ja, hallo Rudi. Grüße dich. Hallo. Erstens, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die schnelle Antwort per E-Mail. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ja, gerne. Und heute habe ich wiederum mitgekriegt, was du erzählt hast. Schon zweimal habe ich die Aufzeichnung abgehört. Folgendes. Und zwar mich juckt nach wie vor die Bemerkung bzw. auf welcher Grundlage die Bundesrepublik Deutschland mit der Geburtsurkunde macht aus uns juristische Person. Verstehst? Ich bin geboren oder du bist geboren worden als freier Mensch. Ja, die Flamingo ist so faszinierend. Aber zumindest ist es schon mal irgendwas da. Da werde ich mich mal mehr beschäftigen mit. Weil das ist ja das, was ich sage, in gewisser Weise. Der bürgerliche Tod der BRD bewohne in der Verfassung. Wie entsteht eine juristische Person und was ist sie in? Tja, jetzt sind wir auf so einen ganz schön krassen Stream gekommen. Und trotzdem muss ich pullern. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Schon geholfen und beholfen. Wir sind besonders beholfen. Genau. Wir bleiben. Oh, wir gewonnen so zur Ron-Video. Ja. Ja, das wirst du besprochen. Ja. Ja. Light in the dark. Ja. Absolut Valentine oder. Und tschüss.
Weißen Schüss. Na, 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 na. Boah, jetzt machen wir Video alle. Jetzt ist 0.19 Uhr. Auch wenn ich heute sowieso nicht schlafen kann. Mhm. Weil Vollmond ist. Mhm. Weil Vollmond nochmal eine komische Wirkung auf mich hat. Mhm. Das ist geil. Ist das so? Ich frage mich, was ist das? Ach du Scheiße, ich habe einfach nicht lange genug drauf gehalten. Cool. Nein. Ich schlecht mal nicht, aber das ist. Oh Gott. Kann man sogar als Spiralnebel durch die Gegend zaubern. Was ist denn ein Ding? Peniskopf ist auch mal nicht schlecht. Krass. Ah, wir fahren da raus. Was ist das? Hm? Ich verändere. Verzerrte Realität? Nee, irgendwie habe ich was ein- und ausgeschaltet. Jetzt, das geht. Ja, nicht mal. Mal, sehe ich jetzt vielleicht. Lächle ich jetzt? Die komische Figur sieht aus, als wenn sie lächelt. Froschaugen? Das sieht aus wie ein Conehead oder wie ein Grace. Der ist ja echt abgefahren. Ja, das sind viele. Das kriegst du über Plüschohren, angeblich Katze. Ich meine, der später oder was? Maske? Hallo, zauber mir eine Maske. Na gut, lass mal dabei. Das ist ja echt spannend, ja, das sind. So, gut.